Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine verehrten Damen und Herren, die Fraktion stellt den Antrag, das N und das M-Wort zu ächten. Wie stehen wir als BFF-BIG-Fraktion dazu? Zunächst möchte ich unterstreichen, dass wir als Fraktion gegen jedwede Diskriminierung, egal ob Menschen asiatischer Herkunft sind, afrikanischer Herkunft sind, welche Hautfarbe sie haben, welche Religion sie haben oder Nichtreligion sie haben, dass wir gegen jedwede Diskriminierung sind. Ob sie ein anderes Geschlecht haben, ob sie groß, dick, klein, groß sind, dass wir gegen jedwede Diskriminierung sind. Für uns ist auch eins klar, nicht jeder Mensch ist gleich. Menschen sind unterschiedlich, aber sie sind gleichwertig und vor allem sind vor dem Gesetz gleich. Und unser Gesetz ist sehr stark, die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist sehr gut, dass es so ist. Aber wie stehen wir nun zu diesem Antrag? Mit der Zustimmung zu diesem Antrag tun wir uns als BFF-BIG-Fraktion schwer, weil die Intention der Fraktion ist sehr scheinheilig. Ich sage auch warum. Seitdem ich in dieser Stadtverordnetenversammlung bin, habe ich nichts anderes erlebt, als dass die Fraktion respektlos ist, frauenfeindliche Anträge gestellt hat, respektlos ist gegenüber unserer Fraktion, auch Nachbarfraktionen, Beschimpfungen hier durch die Gegend wirft und dann auf einmal mit so einem Antrag kommt und scheinheilig sagt, wir wollen das N- und M-Wort ächten. Also das heißt, Sie müssen doch erstmal lernen, Respekt selber zu praktizieren, bevor Sie Respekt verlangen für andere. Ja, das ist das, was wir als erstes fordern würden. Der zweite Grund, warum wir diesen Antrag so nicht unterstützen werden, ist, dass Ihr Antragstext eindeutig von einer selektiven Beliebigkeit geprägt ist. Ja? Von einer selektiven Beliebigkeit. Sie können nachschauen im Google, wenn Sie es nicht verstehen. Ich kann es auch später erklären. Die Fraktion stellt diesen Antrag, indem sie sich im Prinzip was rauspickt, ja, und indem sie sagt, wir wollen nur dieses Wort ächten. Ich meine, was ist mit den anderen Gruppen? Was ist mit Menschen asiatischer Abstammung, Menschen muslimischen Glaubens, Menschen, behinderte Menschen? Was ist mit Menschen, die permanent diskriminiert werden aufgrund ihrer sozialen Herkunft? Ja, ich glaube also, dass wir als Partei, ja, als bundesweite Partei, aber auch hier regional mehr afrikanische Mitglieder haben als jede andere Partei hier. Und wenn ich mit unseren afrikanischen Mitgliedern rede, dann sagen sie, diese Ächtung, ja, die meisten Nordafrikaner, die übrigens auch diese Partei mitgehen, die lachen darüber, die sagen, Entschuldigung, was bringt uns denn die Ächtung? Ja, wir haben eine reale strukturelle Diskriminierung, wir haben Rassismus in Deutschland. Und dann bringt es nichts, dass eine Stadtverordnetenversammlung hingeht und sagt, wir wollen nur das N- und M-Wort ächten. Was bringt das denn? Die Leute sagen, wir können uns damit nichts kaufen. Wir haben Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Wir werden diskriminierend aufgrund unserer Namen, unserer Religion etc. Deswegen ist das umso scheinheiliger. Und das Interessante ist, es gibt auch niemand, und das ist das Interessante, was ich auch hier verfolge, es gibt auch Deutsche, die diskriminiert werden. Ja, ich rede mit sehr vielen Jugendlichen, gerade in einer Stadt wie Frankfurt, wo sehr viele Menschen mit Vielfaltshintergrund in den Schulen sind, ja, wo auch deutsche Jugendliche sagen, wir werden auch diskriminiert. Oder ältere Deutsche sagen, wir werden auch diskriminiert. Was ist mit dem K-Wort? Ja, wenn Deutsche als Kartoffel bezeichnet werden, ist das keine Diskriminierung. Sollen wir deswegen das K-Wort verbieten? Deswegen lassen wir doch die Kirche im Dorf. Ja? Natürlich sollen wir Worte ächten, aber nicht derart. Deswegen fordern wir in der Tat und stimmen auch deswegen dem Antrag der CDU zu, dass da sind zumindest konkrete Ansätze, wo man sagen kann, okay, da ist zumindest etwas, was den Menschen weiterhelfen soll. Und wir sind sehr, sehr gespannt auf den Antrag der Koalition, auf den Maßnahmenplan, den die Koalition in verschiedenen Ausschüssen angekündigt hat, wie dieser Maßnahmenplan aussehen soll. Also einfach zu ächten oder irgendwas zu sanktionieren, wird den gesellschaftlichen Frieden definitiv nicht nach vorne bringen. Denn
das innergesellschaftliche Respektverhalten kann nicht durch Ächtung oder Sanktionierung erzwungen werden. Das geht nicht. Es braucht konkrete Maßnahmen. Da hilft es nicht einfach zu sagen, ja, wir wollen Symbolpolitik betreiben. Damit können sich die Leute auf der Straße nichts kaufen. Damit werden wir keinem Afrikaner auch helfen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich auch, dass die Koalition wirklich alle Fraktionen in ihre Lösungsvorschläge einbezieht, weil das Wort Diskriminierung, das Wort Rassismus ist in der Tat nicht das Wort, sondern dieser Tatbestand ist in der Tat ein sensibles Thema, gerade für eine Stadt wie Frankfurt, wo eben auch die Vielfalt zu 50% vorhanden ist. Und deswegen sollte auch ein gemeinsamer Antrag verabschiedet werden, wo nicht nur Menschen afrikanischer Herkunft oder sonstiger Herkunft gewürdigt werden, sondern wirklich alle Menschen, die in dieser Stadt oder in diesem Land diskriminiert werden. Danke.